Und damit willkommen zurück. Let's play Mad World Fusion mit dem bösen Chaos Joker und gleich vorweg eine Frage, die zu beantworten ist, aber erst. Ah ne, ich muss erst lesen. Haha. Also war auch Sirius mit X infiziert. Nun, zumindest haben sie eine weitere Fähigkeit zurückgewonnen. Bei diesem Tempo könnten sie schon bald dem SAX entgegentreten. Dennoch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das HQ stellt weitere Daten zu ihrer Unterstützung bereit. Es handelt sich hierbei um neue Missile-Daten. Sie sind auf diese Daten angewiesen, aber der Datenraum dieses Sektors ist durch eine Ebene 4-Sperre gesichert, der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis es zwingend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SAX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster, ganz so, als wolle es die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Samus, die beste Möglichkeit zum Download bietet sich in Sektor 3, Pyro. Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der Pyro-Datenraum auf Ihrer Karte verzeichnet. Sind die Anweisungen klar? Begeben Sie sich nun zu Sektor 3, Pyro. Ja, es wird feurig, meine lieben Leute. Und wo wir gerade dabei sind und ich eh ein bisschen laufen muss. Luxi hat in seinem Comment gefragt, wo der Unterschied zwischen den verschiedenfarbigen X ist, die ich aufsammle. Ich dachte eigentlich, das Ganze würde irgendwie klar werden über den Spielverlauf, aber gut. Ich kann es ja trotzdem nochmal erklären. Und zwar gibt es gelbe, grüne und rote X. Und die gelben X füllen Leben auf, die grünen Raketen, also Missiles. Und die roten X regenerieren vollständig. Die roten X werdet ihr aber sehr selten sehen, die werdet ihr höchstens, ja, höchstens treffen, wenn ihr vor dem Bossraum irgendwo seid. Und so weiter. Und irgendwie lag ich gerade ganz fürchterlich. Ich weiß gar nicht wieso. Naja, egal. So, und der Navi-Point. Glücklicherweise sind die X noch nicht in diesem Bereich eingedrungen. Der Datenraum dieses Sektors ist durch eine weitere Sicherheitssperre versiegelt. Daher müssen Sie vor dem Download das Sicherheitsterminal aufsuchen und die Ebene 2 Schleusen aktivieren. Allerdings verschafft dies dem SAX sowie den X Zugang zu diesem Bereich. Doch wir haben keine Wahl. Die Wiederherstellung ihrer Fähigkeiten hat Priorität. Der Datenraum befindet sich hier. Wie ich bereits erwähnte, werden Sicherheitsterminals nicht auf der Karte angezeigt. Seien Sie vorsichtig, Samus. Sie stoßen hier auf äußerst aggressive Lebensformen. Und meiden Sie die Bereiche mit extrem hohen Temperaturen. Ihr Anzug hält dieser Hitze noch nicht stand. Aber wir arbeiten daran. Ebene 2 Schleusen lassen sich an grünen Schotten erkennen. Lösen Sie die Sperre und gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Die Supermissile-Daten stehen dort für Sie bereit. Die Durchschlagskraft Ihrer Missiles verdreifacht sich durch diese Daten. Sind die Anweisungen klar? Jo. Aktivieren Sie zunächst die grünen Schleusen, begeben Sie sich danach zum Datenraum. Die direkte Route schließt Hochtemperaturbereiche aus. Sollten Sie einen solchen Bereich betreten, kehren Sie um. Ja, natürlich werde ich umkehren. Ich werde sicher nicht K.O. gehen da drin, du Computer, du. Naja, anyway, fuck it. Weiter geht's. Lalalala. Und hier ist es so schön friedlich, weil noch keine X hier sind. Das ist sehr gut. Lalala. Und das ist... Ah, das ist ein Hochtemperaturbereich. Das war schlecht. Okay, lalala. Okay, was ist hier? Jetzt muss ich selber mal überlegen, wie das war. Irgendwie muss ich hier mit dem Speedbooster arbeiten. Okay, das war fast gut. Ja, so war's. Na komm, hoch mit dir. Sicherheitsterminal. Ebene 2 Sperre entriegelt. Grüne Schleusen sind aktiv. Na, das hört man gerne. Was ich nicht so gerne höre, ist das, was jetzt kommt. Da sind fucking X. X'e. Oh, sterbt. Geht mir alle nicht auf die Nase. So, irgendwie. Speed Booster. Jo, sehr schön. Sind hier auch X? Ah, alles verarscht. Muss ich selber mal überlegen, wie war das jetzt? Irgendwie, ach, hier oben, ja. Gut, gut.
weiter. Ich irgendwie hier unten durch. Nope. Oder? Nein, kann ich nicht. Also wieder runter. Irgendwie war das doch hier. Schnauze. Ah, okay. Gut, das macht Sinn. Aber ich muss... Ja, ich sehe schon. Speedbooster. Uja, uja. Und weg. Schön. Schön, schön, schön. Das ist nicht so schön. Nun nach oben. Fucking Missile Container. Da ist er. Da ist es. Na, geht doch. Schön. Schön, schön, schön. Muss ja auch der. Muss ja auch der Scheißfahrt irgendwo sein. Das ist die Stelle mit dem, wo der Boss kommt. Und da ist der Datenraum. Schön. Super Missile als einsatzbereit. Halte R und drücke B. Yeah, cool. Yay. Und was immer das war, das klang nicht gut. Irgendwie. Und da ist ein Safehouse. Speichern wir mal fix. Und gucken wir mal. Oh, ein Recharger. Schön. Und ein Missile Container. Cool. Ich weiß zwar nicht so genau, wieso ich jetzt schon wieder recharge, aber hey, fuck it, scheißegal. Scheißegal. Wir werden uns jetzt mit dem... Nee, sag ich jetzt nicht. Nein, ich sag's jetzt nicht. Ihr werdet es sehen, mit was wir uns anlegen. Wenn wir uns anlegen. Ich glaube, dazu muss ich erstmal ein Stück weiter. Noch. Nicht hier. Was ist das?